In diesem Video zeige ich dir, wie du einen wirklich leckeren gedeckten Apfelkuchen selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Als erstes beginnen wir mit dem Mürbeteig. Dafür gibst du Zucker, Backpulver, etwas Salz sowie Mehl, Butter, und ein Ei in eine Rührschüssel. Das Ganze dann am besten mit deinem Mixer mit den Knethaken verrühren. Du kannst es auch per Hand machen, das würde auch funktionieren, mit dem Mixer ist natürlich etwas einfacher. Irgendwann machst du dann aber trotzdem noch ein bisschen mit der Hand weiter und knetest den Rest des Teiges. Damit wir jetzt den Deckel hinbekommen, nimmst du die Springform, in die du den Apfelkuchen später backen möchtest, gibst ein Stück Frischhaltefolie hinein und drückst jetzt hier einmal so ungefähr ein Viertel des Teiges auf den Boden an. Danach kannst du die Springform wieder öffnen und das Ganze einmal runternehmen. Dann haben wir den Deckel für später schon mal fertig. Den stellst du jetzt am besten nochmal ein bisschen kühl. Dann können wir auch schon den Rest des Teiges verarbeiten. Dafür nimmst du wieder die Springform, die du am besten einmal ausfettest und drückst den Teig hier einmal so richtig schön überall ran. Bis du am Rand angekommen bist, da ziehst du den Teig etwas nach oben und schließt nachher die Löcher wieder, sodass du so eine richtig schöne Form hast, wo unsere Äpfel nachher rein können. Jetzt kümmern wir uns um die Äpfel. Dafür einmal die Äpfel fein hobeln. Du kannst sie auch ein bisschen klein schneiden, je nachdem, wie du das genau haben möchtest. Dann kommt noch das Apfelmus mit dazu. Außerdem die Speisestärke. Wie etwas Zimt. Das Ganze wird jetzt einmal ordentlich durchgerührt. Das ist nachher die Füllung für unseren Apfelkuchen. Wenn du das Ganze schön miteinander vermischt hast, dann kannst du es auch schon in die Springform geben. Einmal schön gleichmäßig verteilen. Und dann müssen wir uns nur noch um den Deckel kümmern. Den holst du jetzt am besten wieder aus dem Kühlschrank. Und jetzt kannst du, dadurch, dass du das Ganze auf ein Stück Frischhaltefolie gemacht hast, das einmal vorsichtig rauflegen, die Frischhaltefolie entfernen und den Teig dann am Rand ein wenig andrücken. Hast du quasi so eine richtig schön geschlossene Form, wo in der Mitte der Apfel dann ist. Danach kann das Ganze dann auch schon in den vorgeheizten Backofen. Und wenn es fertig ist, dann kannst du das Ganze noch mit ein bisschen Zuckerguss verzieren zum Beispiel. Das schmeckt immer besonders gut. Dafür nimmst du dir ein bisschen Puderzucker, kippst nur einen ganz kleinen Schuss Wasser hinein und rührst das Ganze einmal ordentlich durch. So hast du dann den perfekten Zuckerguss, den du einfach nur noch über deinen Kuchen kippen musst und ein bisschen verteilen. Am besten nimmst du einen Backpinsel dafür, das funktioniert besonders gut. Du kannst es aber auch mit einem Löffel oder mit einem Messer machen. Jetzt muss das Ganze dann nur noch einmal ordentlich abkühlen. Nach ungefähr einer halben Stunde kannst du vorsichtig den Ring öffnen. Am besten vorher noch am Rand einmal ein wenig lang schneiden, damit du den Kuchen nicht auseinanderreißt. Und wenn er dann komplett abgekühlt ist, dann kannst du ihn auch schon essen. Er schmeckt richtig schön saftig nach Apfel und hat eben eine richtig schöne Hülle komplett außenrum. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir das Rezept geschmeckt hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du auch in Zukunft kein neues Rezept mehr verpasst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit.